Ich spiele Pokémon Karmesin nur mit Halloween-Shinies durch. Das bedeutet, ich fange ausschließlich düstere, geisterhafte oder gruselige Shiny-Pokémon. Perfekt für die schaurigste Zeit des Jahres. Wie lange dauert diese Challenge und kann ich mit meiner Truppe aus Halloween-Shinies die Paldea-Region bezwingen? Oder werden mich die dunklen Mächte stoppen? Boah, oh mein Gott, ohne Spaß, wir haben uns übertroffen. Wir haben so einen krassen Charakter gezaubert. Also, ich würde schon gerne Paragoni mit euch Shiny handeln, Leute. Was sagt ihr? Ey, ich hab so Bock, das glaubt ihr gar nicht. Dann würde ich sagen, Leute, wollen wir heute auf jeden Fall direkt Paragoni Shiny handeln, oder? Vor allem, es gibt so viele Horror-Pokémon oder so viele Grusel-Pokémon. Die meisten sind zwar Geist, aber ein paar auch nicht, ne? Leute, was glaubt ihr? Krieg ich das Paragoni Shiny schnell oder eher nicht? Ich hoffe, das Tutorial geht jetzt ganz schnell um. Wenn willst du handeln, als allererstes machen wir Masuda-Methode, sprich Eier ausbrüten mit Paragoni. Wir sammeln jetzt mal ein paar gute Vorschläge. Wolverock Nachtform hätte ich auch gerne. Lichtelgänger Mimikma auch, ja, kannst auch notieren. X-Bart wäre eigentlich auch eine gute Idee, aber Zubat gibt's hier, glaube ich, gar nicht, oder? Ich will halt unbedingt Friedewurf drin haben, Chat. Versteht ihr? Fühlt ihr Friedewurf als Horror-Pokémon? Was sagt ihr? Ich merke schon, ihr habt gute Vorschläge, Leute. Epitaph ist auch nicht schlecht, ja. Es muss halt auf Friedewurf-Gänger-Niveau sein, ne? Und das ist nicht so einfach, Chat. Hypno wäre zum Beispiel auf dem Niveau. Vor allem, wenn man Hypnos Pokédex-Einträge kennt, dann wisst ihr, was ich meine, oder? Halloween-Pokémon-Liste wird einfach immer länger, aber sie passen alle. Wir können da hinkommen, Leute. Meine Frage wäre eher, wie finanziere ich mir die ganze Zeit das Essen? Also erstes Ziel ist Mescala City, damit wir quasi unsere Brutstation beginnen können. Wir sind sofort da, Chat. Hier ist die Stadt und hier müssen wir hin. Meine Vorbereitung ist jetzt gleich fertig. Da können wir heute noch ein paar Eier sammeln. Eikraft Level 2. 2800. An sich kann man das machen. Ich hoffe, wir kriegen das Shiny schnell. Leute, was haben... Alter, hier geht's ja richtig rund. Ich hab viel geplant, Leute. Ich hab viel geplant. Vor allem an Shiny-Challenges, sag ich jetzt mal, ne? Auf dem Weg zur Grundschule gab es so einen Garten. Da war immer so ein Schwein drin. Und das fanden Leute immer so richtig sensationell. Ey, guck mal, da ist ein Schwein. Guck mal, da ist ein Schwein. Das schlechteste Shiny, was man verbessern sollte, ist definitiv Knackrack und Gengar. Gengar sah eigentlich damals anders aus als Shiny. Gengar hat sich so voll komisch geändert halt. Und Gengar und Knackrack hätte man ändern sollen als Shiny. Oder Chat? Hytera habe ich gerade nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Aber ist, glaube ich, auch nur heller, ne? Dann müsste man halt diese Dingens in Frage stellen. Dieses Patent dann halt, ne? Was dann halt erlaubt worden ist, so. Oh mein Gott, hey, let's go! Let's go! Ich hab es endlich! Ja! Oh mein Gott! Ja! Mein Shiny Paragoni! Schaut ihn euch an! Schaut ihn euch an! Der Challenge Master himself! Der Challenge Master! Ich wollte gerade sagen, der sieht anders aus als sonst. Er sieht doch voll gut aus, oder, Leute? Ich finde schon, dass er gut aussieht. Ich überlege, wer soll das zweite Teammitglied werden? Ich hab's sogar überlegt, guck mal, Gengar muss in Halloween rein, oder? Leute, Gengar und Barnett ist doch eigentlich ein Muss für Halloween Edition. Aber ihr merkt schon, ne, wir haben viel Auswahl, wa? Heute müssen wir den ersten Orden machen. Ohne Spaß, diese Challenge, so ein Shiny Only One zu spielen auf eine andere Art und Weise, das bockt irgendwie. Real Talk, das irgendwie bockt das, Mann. Nach dem ersten Orden, das nächste Shiny Hunten, was sagt ihr, Chat? Ja, ne? Da können wir Krüger sogar entwickeln, Leute. Ja, komm, wir machen den ersten Orden mit Only Krüger Run. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben den ersten Orden. Oh mein Gott, endlich! Wir haben endlich den ersten Orden in der Tasche. Mit Krüger. Wir bestimmen jetzt das nächste Teammitglied. Denkt daran, die nächste Arena ist Pflanze. 9 Stimmen für Wuffels. Also Wuffels wäre natürlich die Nachtform, Leute, ne? Der Verkäufer sieht aus wie Winnie Day, oder, Chat? So ein bisschen wie Winnie Day. Von den Augenbrauen her passt das, oder? Lass uns mal kurz unsere Karte anschauen, Leute. Was für Outbreaks wir generell zur Verfügung haben. Und dann entscheiden wir den nächsten Shiny Hunt sofort, Leute. Ihr durftet abstimmen auf Twitch. Das nächste Shiny-Pokémon wird Wuffels sein. Let's go. Okay. Erstmal will ich gucken, wo wir einen Outbreak bekommen. Und dann machen wir uns gleich ein Begegnungskraft. Level 2 Gestein. Ich bin hier mit Fachleuten umgeben, Chat. Ihr seid am Start, dann ist eine Woody denn noch am Start. Der Challenge Master, der ist hier gerade. Ja, im gehobenen Etablissement. Da ist der Shiny Wuffels Outbreak und da gehen wir auch hin. Da handeln wir ihn auch. Chat, wir handeln jetzt Shiny Wuffels, den süßen Fuchswolf oder keine Ahnung, Hund.
Aber Shiny Wuffles war mein zweites Shiny im Leben, Leute. Das habe ich damals SOS gehuntet und ich hatte, glaube ich, nur 60 Encounter oder 70. Unter 70 Encounter habe ich gebraucht für ein Shiny Wuffles, Chat. Oh, Letz, ich habe so Bock auf die. Ich habe gerade so Durst nach diesem Shiny Only, Mann, Leute. Junge, ich habe gerade unnormal Spaß. Normalerweise wäre es besser rumzufahren, ne? Also schneller. Aber I don't know, Chat. I don't know. Ja, let's go! Shiny! Shiny Wolverock! Shiny Wuffel, sorry! Let's go! Chat, da ist er drinnen! Da haben wir ihn! Da ist der kleine Fratz! Da ist er! Wir haben Wuffels! Shiny noch nicht? Let's go, Mann! Ja, Mann! Let's go! Unser zweites Teammitglied. Oh mein Gott. Ich guck nochmal hier kurz drüber, Chat. Wir haben Shiny Wuffles. Bro, der sieht so schön aus. Der sieht so schön aus, Mann. Ich liebe ihn. Wir brauchen einen würdigen Namen für einen Werwolf. Er soll ja einen Werwolf darstellen, ne, später. Erstmal gucken, was er so erlernt. Ein paar Attacken draufballern. Du hast einfach das, wozu man die Zwielichtform braucht. Was wäre das denn? Ach, die Fähigkeit Gleichmut? Man braucht die richtige Fähigkeit dafür. Du hast so ein seltenes Ding? Echt? Ey, warum habe ich immer so viel Glück, Chat? Fähigkeit ist für die Zwielichtform. Ach so. Die ist für die Zwielichtform, lol. Ein Wuffels mit der Fähigkeit Gleichmut kann sich zu Zeiten der Abend- bzw. Morgendämmerung zum Zwielicht-Wolverock entwickeln, aber dafür nicht in die Tage-, Nacht- und in die Tag- und Nachtform. Das ist scheiße für mich. Hab für die Entwicklung damals extra ein Video gemacht. Und das als Shiny selten, echt mal. Ja, das bringt mir nichts, Chat. Ich brauch die Nachtform. Scheiße, Chat. Wir können es nicht entwickeln in die Nachtform. Es hat Gleichmut. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir mit einer Fähigkeitskapsel die Fähigkeit ändern und dann in die Nachtform das Ding entwickeln. Fähigkeitskapsel. Hä? Nein! Nein, Chat! Hier steht wirkungslos! Was? Nein! Das heißt, ich muss wirklich einen neuen handeln? Mann, bitte hört auf damit. Warum steht er wirkungslos? Er erzählt Scheiße, das kann nicht sein. Ich hab keinen Bock mehr, Chat. Ich hab keinen Bock. Fähigkeitspflaster. Ich glaube nicht, dass das geht, Chat. Das sag ich euch ehrlich. Es geht nicht. Ich muss ihn zur Wolverock Zwielichtform entwickeln. Es geht nicht. Fähigkeitskapsel und Pflaster bringen nichts. Er muss zur Zwielichtform werden. Oh mein Gott. Ich sag's ja. Andere suchen wochenlang nach dem und Dennis bekommt, ohne es zu wollen. Ja, geh weg. Ich kann den nicht ansehen, Leute. Ich kann mir den nicht weiter ansehen. So ein Frechdachs, der Typ, ne? Ja, okay, Chat. Let's go. Okay, dann würde ich sagen, dürfen wir jetzt endlich mal starten. Aber man kann hier echt gut die Wuffels erkennen, Leute. Hier sind noch keine anderen blauen Pokémon, die es ein bisschen schwerer machen würden. Aber Paragoni macht ja easy fertig, ne? Die spawnen echt. Das ist ein richtig guter Spawn-Fleck hier. Oh, Shiny Wuffels! Leute, wir haben Shiny Wuffels Nummer 2! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Chat! Wir haben Shiny Wuffels! Ja, Mann! Wir haben Shiny Wuffels! Zack, zack, bleibt... Oh nein. Leute, da ist er! Alter, let's go, Mann! Wir haben Shiny Wuffels! Bitte bleib drin, bitte bleib drin, bitte bleib drin! Ja, let's go, Mann! Shiny Wuffels ist im Team. Jetzt müssen wir nur noch kurz gucken, was für eine Fähigkeit der hat, Chat. Bitte, 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 bitte. Ja! Adlerauge! Er hat die perfekte Fähigkeit, Chat. Let's go! Mir scheißegal, Gerüstbo hier ist, Junge. Die Junge, ob ich da leise sein soll. Ich würde sagen, wir machen direkt heute den Pflanzen-Arena-Leiter, oder? Und damit, meine Damen und Herren, haben wir offiziell den zweiten Orden. Ja, endlich. Ich würde sagen, es ist Zeit für Trombok Shiny. Lass uns Trombok Shiny entwickeln. Ich bin so gespannt. Okay, Chat, wir kriegen gleich Shiny Trombok. Wir kriegen es zurückgetauscht und es entwickelt sich dann dementsprechend. Okay, Krüger. Oh mein Gott, Krüger entwickelt sich, Chat. Wie wird der wohl aussehen? Oh mein Gott! Der sieht so gut aus! Der passt perfekt als Horror-Pokémon! Perfekt für einen Halloween-Shiny-Only-One! Der sieht mega aus! Oh mein Gott, der sieht so gut aus, Leute! Ich bin echt geschockt, wie gut der aussieht! Guck mal, ich kann meiner Community einfach meine Shinies anvertrauen, ne? So süß, Junge! Ihr seid zu süßies! Machst du noch einen Shiny-Hand? Chat! Was sagt ihr? Wollen wir machen?
mit 3 Shinies in den 3. Orden reingehen, sehe ich als berechtigt. Ihr dürft abstimmen, Chat, welches Shiny wir als nächstes handeln. Ich bin jetzt mal gespannt, was ihr sagt. Vor dem 3. Orden wäre halt ein 3. Shiny schon sinnvoll, ne? 12 Leute sagen Hisui Sorumak. Leute, ihr wollt mich doch echt brechen sehen, ne? Das wäre der letzte Masuda-Hand. Aber es sieht halt 10 von 10 aus. Ich bin ehrlich zu euch. Es sieht halt 10 von 10 aus, ne? Ihr wollt hier sowieso Rockchat, ihr kriegt es dann. So, wie viele Eier haben wir gemacht, Kollegen? Wie viele Eier haben wir gemacht? Da ging es ein bisschen, ne? Ihr wisst Bescheid. Dennis, liebe dein Content, mach weiter so, Bruder. Ey, Snipe, Kara, da kommt noch viel krasseres Zeugs auf euch zu. Dezember-Monat wird krass. Ach, guck mal, die Pfoten an, die sind ja voll glänzend. Das letzte Ei, Chat. Das letzte Ei für heute. Wird der Shiny sein? Bitte Shiny. Ich mach Augen zu. Jetzt auf. Nein! Die Theorie beim Morna besagt, dass sie beim ersten Sturm... Hey! Let's go! Shiny Zorua ist da! Wir haben es, Shit! Wir haben Shiny Zorua! Oh mein Gott! Shiny Zorua! Ja! Shiny Zorua ist da, Chat! Wir haben es! Alter! Endlich Shiny Zorua! Ich dachte mir so, nee, das kann nicht sein. Und dann boom! Shiny Hisui Zorua und dann noch in weiblich, Leute, mit einer Chance von 12,5%! Komm her, meine Süße. Oh mein Gott! Oh mein Gott, die sieht so schön aus. Schaut euch die mal an. Alter Falter, ist die süß. Ich überlege, Leute, ob wir, wollen wir auch den Futurus-Kampf machen? Ja, ne, oder? Wuffels entwickelt sich zu Wolverock-Nachtform. Jetzt bin ich gespannt. Yo! Der sieht so gut aus, Mann. Alter Falter. Guckt euch seine schönen Augen an. Und dieses wölfische Grinsen, Leute. Der 3. Orden, Mann. Ich bin echt gehypt. Oh, Digga, ich muss angreifen. Holzgeweih regeneriert. Egelsam regeneriert. Und mit Bürde kann das hier echt schlimm ändern. Boah, nee. Holzgeweih. Ein Crit und ich bin im roten Bereich. Wenn ich mich selber treffe, bin ich dann erst recht raus. Ja! Wir regenerieren wieder. Oh mein Gott, das war sehr, sehr wichtiger Schaden, Chat. Ja, wir machen nochmal Holzgeweih einfach zum Raushauen, aber die Runde überlebt er nicht mehr. Alter, Leute, wir haben... Das kann nicht sein, oder? Leute, wir haben den 3. Orden endlich in der Tasche. 3. Orden ist jetzt in der Tasche, das ist gut. Aber ich merke, ich brauche auf jeden Fall ein 4. Teammitglied. 10 Leute für Banette. Okay, weißt du was? Es ist eindeutig, wir machen Banette-Chat. Okay, lass uns mal ein bisschen gucken. Ich habe immer Angst, Chat, ne? Dass ich das Shiny übersehen sollte. Ich bin halt so jemand, ich muss richtig genau gucken und so rumfahren. Ich muss auch kurz checken, wie ich hier hochkomme, Leute, falls hier oben Shiny sein sollte. Okay, so. Ja, wir kommen hier hoch, Chat. Also falls oben Shiny ist, komme ich hoch. Darf ich dir was geben? Ich habe schon 3 davon. Nein, ich will keine Shinies annehmen von euch, ihr Süßen. Auch wenn das echt lieb gemeint ist, aber... Nee, Chat, ich muss mir die erörnen. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das wäre Shiny, Bro. Erörnen, ich brech ab. Halt's Maul mal, Kador, Bruder. Was zerbrech ab, Junge? Das ist eine perfekte Beschreibung meiner jetzigen Tätigkeit, du Arsch. Probier dich mal so ein bisschen aus, Meister. Einfach so ein bisschen probieren. Das wird schon, lo. Shiny! Shiny, es ist da oben! Das Shiny ist oben, Chat! Wie ich gesagt habe, nein! Nein! Ich muss schnell sein! Ich glaube, ich muss schnell sein! Warte mal! Scheiße! Das Shiny ist oben! Ja! Let's go! Shiny! Da ist es! Da ist es! Oh mein Gott! Wir haben es vor unseren Augen! Netzball! Erstmal Netzball, wir gucken mal, ich muss schnell fangen eigentlich. Es ist drinnen im Netzball! Let's go! Shiny Schuppet! Oh mein Gott, wir haben es endlich, Leute! Shiny Schuppet war hier oben, genau wie wir gesagt haben. Es war einfach oben, Leute! Schaut den kleinen Racker euch an. Sieht der nicht süß aus?
Das heißt, Arena-Time. Schon mal kurz gucken, wie die alle jetzt aussehen. Oh, mein Horror. Shiny Only Run. Sieht so gut aus. Die ganzen Süßen hier. Chat, let's go! Yuna entwickelt sich. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott! Schaut ihn euch an! Shiny Hisui Zoroark. Oh mein Gott! Perfektes Mon für Halloween-Team, Alter. So ein verfluchtes Pokémon. Alter Falter, sieht das nicht gut aus? Wie krass der in Shiny aussieht. Boah! Wie schön es aussieht, Leute. Guck mal, wie der sich auch bewegt. Alter Falter. Leute, let's go. Ich bin hyped. Werden wir den vierten Orden schaffen? Mal gucken. Dennis, der Challenge Master wird es schaffen. So, der Challenge Master. Oh, der ist schnell und stark, ne? Er denkt, er würde mich jetzt sehr effektiv angreifen können. Aber das Gute an Hisui Zoroark ist, ich habe nur eine Schwäche. So, was mache ich? Mache ich Dunkelklaue? Mache ich einen Fluch? Fluch jetzt eher nicht. Ich mache erstmal eine Dunkelklaue, komm. Zack. Oh yeah! Den tankst du? Ja, Yuna! Zack, da ist sie. Boah, wie das aussieht! Oh mein Gott! Erinnert mich so ein bisschen von der Haltung an den Hauptprotagonisten aus Pokémon Kolosseum. Zack! Bam! Mein Horrorteam nimmt Gestalt an, Leute! Will ich für einen Fluch gehen, Leute? Nee, ne? Wir machen noch eine Dunkelklaue, komm. Einfach zum Max. Ah, das tank ich nicht. Oder? Oh, Yuna! Yuna tankt das! Yuna tankt das! Und jetzt noch ein Schattenstoß! Als ob Yuna so heftig ist! Und jetzt eine Prio? Dann müsste es raus sein. Zack! Bam! Oh mein Gott! Okay, Leute, okay. Wie viel Schaden machen wir? Lass mal schauen. Schneller? Er verfehlt. Yuna kommt durch, Dunkelklaue. Okay, bisschen Schaden, bisschen Schaden. Egal, Yuna, danke schön, Yuna. Danke schön. Vierter Orden ist in der Tasche. Leute, der Challenge Master himself. Es geht weiter mit dem fünften Orden und danach kommt das nächste Shiny Horror Team Mitglied. Let's go. Habt ihr gerade gesehen? Hisui Zoroark ist nicht mal physisch, ne? Was würde passieren, wenn wir uns jetzt Finsteraura besorgen? Komm, du bist Gestein. Alter, das macht aber echt viel. Lass mich wenigstens auch ein bisschen so viel Damage machen. Das ist aber gut, das ist gut. Das ist gut. Das tankst du, wenn es kein Crit ist. Müsstest du tanken, Rot-Kapi. Ja, sag ich doch. Und ja, das ist sehr gut. Er ist minus 2, oder? Oh mein Gott, Crit oder was war das? Outspeed ich jetzt? Ja, ich outspeede jetzt. Und wir haben den Kampf gewonnen. Ja, fünfter Orden ist endlich in der Tasche, Leute. Let's go. Wir werden jetzt das nächste Shiny-Pokémon hunten. So, und wenn ihr jetzt einen 3DS habt, dann habt ihr noch, dann könnt ihr die ganzen... Ist der Shiny? Ja! Der Shiny! Der Shiny! Der Shiny! Der Shiny! Der Shiny, Leute! Wie kann der Shiny sein? Oh mein Gott! Junge Benjamin, warum bist du Shiny? LOL! Einfach ein Shiny Kufanti! Leute, schaut ihn euch an! Der sieht so süß aus! Alter, das meine ich bei Karmesin und Purpur. Ihr müsst echt drauf achten. Das war das erste Random Shiny. Es ist soweit. Choupette entwickelt sich. Bro, ich liebe dich, Barnett. Du siehst so schön aus. Du siehst so schön blau aus. Ich liebe dich, Barnett. Ja, Mann. Shiny Barnett. Gleich haben wir ihn, Leute. Gleich haben wir ihn. Bitte, outspeede. Ja, let's go. Alter, Yuna. Yuna hat den sechsten Orden geholt, Leute. Den sechsten Orden. Let's go. Wir müssen jetzt so langsam... Also jetzt müssen wir auf jeden Fall das nächste Teammitglied holen, Leute. Ob wir wollen oder nicht. Stellt euch vor, seid im Wald, ganz normal im Wohnmobil am Übernachten. Und um 2 Uhr klopft es an eurer Tür. Jetzt mal ohne Scheiß. Was würdet ihr machen? Ich würde auf jeden Fall nicht rausgehen. Also ihr könnt mir nicht sagen, dass es nicht gruselig wäre, ne? Aber... Ey!
Shiny! Shiny, let's go! Shiny, let's go! Ja! Shiny Gruff! Der sieht so schön aus, Leute. Guckt ihn euch an. Ja, let's go! Wir haben Shiny Gruff! Wir haben einfach keine 20 Minuten gehuntet und direkt einen Shiny bekommen. Das heißt, wir können jetzt direkt den 7. Orden machen. Scooby-Doo, entwickel dich! Oh ja! Bro! Der ist perfekt für den Halloween Shiny Only One. Guckt ihn euch an. Oh mein Gott, wenn der nicht gruselig ist und nicht zu Halloween passt, dann weiß ich auch nicht. Vor allem mit dem Grabstein. Wünsch mir Glück. Also outspeeden, denke ich, werde ich schon. Jetzt kommt Crit. Oh, Jack! Pokami kann mich jetzt nur noch retten. Verfehlt! Sie verfehlt! Let's go! Sie hat's verfehlt! Oh mein Gott! Sie hat einfach verfehlt, Bro! Pokami hat mich wieder gerettet, Leute. Let's go! Das war Skill, kein Pokami. Okay, Leute. Der letzte Shiny Hunt. Irgendwie ist das voll traurig. Ich bin gerade voll am Gucken, Chat. Ich bin richtig konzentriert. Ey, ich würde es eh übersehen. Ich sag's euch jetzt schon. Safe. Wobei, guck mal, wenn man hier auf die... Der untere Teil vom Gas ist lila. Ne? Und ich glaube, bei einem Shiny wäre der halt nicht lila, sondern komplett blau. Ne, das wird direkt erkennen. Ja, ich hoffe, dass ihr es macht, Leute. Ich hoffe, dass ihr reinschreibt, Shiny, Shiny. Hey, ja. Ohne Stöhner wäre es kein richtiges Strecken. So sehe ich das auch. Ja, Shiny, Shiny. Let's go. Ich hab es. Leute, ich hab's. Tack. Da ist er drin. Shiny Nebulock, unser letztes Shiny, Leute. Der sieht ganz anders aus, Chat. Guck mal. Der sieht ganz anders aus, Chat. Den hätte ich erkannt. Aber der sieht auch voll gut aus, oder, Leute? So, Kollege. Ich würde sagen, du kannst dich direkt entwickeln zu Gengar, oder, Leute? Oder, Leute? Ich bin gespannt. Okay, hier muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht nicht viel anders aus, aber ich feiere die gelbe, die blaue Zunge übelst. Ohne Scheiß, ich erkenne keinen Unterschied. Chat, ich erkenne keinen Unterschied. Ist halt ein bisschen blasser, ne? Ich glaube, der ist einfach nur ein bisschen blasser. Aber ey, ist immerhin Shiny, Leute. Und Horror-Team, also es passt. Mein Halloween Shiny Only Horror-Team. Jetzt wird nur noch der 8. Orden, Pokémon Liga und das Endgame. Dann sind wir fertig. So, bitte komm. Outspeed ich. Ja! Fokusschuss kommt durch! Boom! Oh mein Gott! Orkan verfehlt? Haha! Oh mein Gott! No way! Orkan verfehlt und wir haben den Kampf gewonnen! Oh mein Gott, mit 1 KP, Leute! Oh mein Gott, damit haben wir alle 8 Orden, Leute. Abgangsbund kommt. Wenn der mich jetzt rausnimmt, habe ich gewonnen. Let's go! Gengar, nimm ihn mit! Gengar, nimm den mit! Nimm den mit, Gengar! Los! Pack ihn dir! Zack! Oh yeah! Oh yeah! Chat, Gengar so. Tack! Pack den Zack mitgenommen! Der letzte Kampf in der Challenge. Halloween Shiny Only One gegen Antigua KI. Let's go! Fußtritt. Haha, genau das wollte ich, Leute. Flammenwurf, Chat, Flammenwurf. Müsste ein bisschen was machen, oder? Ja, reicht, Chat. Ist guter Damage. Was macht jetzt Kriechflügel? Anfallen. Sehr gut, Leute. Gut getankt. Angriff juckt nicht. Wir gehen wieder für Flammenwurf. Juna, komm her, zeig dich. Okay, Leute, Flammenwurf. Sehr schön, der ist schon mal down. Juna, komm, du schaffst das. Ich gehe für den Fokusstoß, Chat. Ich gehe all in. Ich gehe all in, komm. Nein, Mann! Tiefschlag! Komm raus, Jack. Du musst jetzt echt dem Team helfen. Du wirst jetzt wichtig werden. Mach Fluch. Sehr gut, Jack. Oh mein Gott, sehr schön. Gegenstoß. Trotzdem, Jack, hast du trotzdem gut gemacht. Trotzdem gut gemacht. Nahkampf kommen. Ja, let's go. Reicht easy. Hätte ich früher machen sollen. Sandfell. Elektroboden. Ich hoffe, Krüger macht das, Chat. Nicht, dass er irgendwelche blöden Überraschungen hat. Oh, Leute, ich bin echt ein bisschen gehypt, Mann. Okay.
Ich sag's euch so, wie es ist, Leute. Krüger war immer schon ein Badass. Krüger war immer schon ein richtig krasser MVP. Vertraut mir, Chat. Vertraut mir. Spukball tank ich jetzt viel besser. Chat, alles kalkuliert, Leute. Der Challenge Master kalkulierte jeden Move. Ja, guck mal, wie ich gesagt habe. Ich spam Holzgeweih, Leute. Okay, okay, tanken war richtig gut sogar. Tanken wir sogar richtig gut an der Stelle. Holzgeweih macht mehr Schaden. Und das ist wichtig, Leute. Ja, okay, okay, Leute. Jetzt kommt ihr letztes Pokémon-Chat. Danach haben wir die Challenge fast geschafft. Jetzt nur noch das letzte Pokémon. Hau ihn raus, Scream. Erhelle diesen dunklen Raum, Meister. Und das, meine Damen und Herren, war Pokémon Karmesin und Purpur. Aber nur mit Halloween-Shinies durchgespielt, Leute. Wir haben die Challenge gewonnen, Leute.